ist schwer zu erklären, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir die ernste Lage nicht erkannt haben, sondern einfach ja, damit, dass es dann in dem Moment nicht funktioniert. Aber also, wenn man die Stimmung dann nach dem Spiel in der Kabine erlebt oder wie wir darüber sprechen, dann braucht sich keiner darum Sorgen machen, dass wir nicht wissen, worum es geht. Keiner will da stehen, wo wir gerade stehen. Keiner will, dass FC Schalke absteigt. Das ist ja völlig klar. Und trotzdem ist die Situation jetzt so, dass es sehr wahrscheinlich bis zum Ende Abstiegskampf sein wird. Dem müssen wir uns stellen und dem stellen wir uns auch. Es geht nur noch darum, die Klasse zu halten, meiner Meinung nach. Da unten rauszukommen. Alles andere ist völlig egal. Und das wurde auch in der Mannschaft schon klar kommuniziert. Jeder weiß das und ich bin auch überzeugt davon, dass sich jeder zu 1000% darauf einlässt.